Nein, ich bring dich um! Was ein Scheißspiel! Warum setzt mich das jetzt so weit zurück? Ja, steig ein! Steig doch ein! Hallo, verpiss dich! Ja, das war jetzt gerade das Glück, weil er da eingeengt war. Jetzt sind wir auch noch in der Stadt, hier kann man sich auch viel besser vor den Cops verstecken. Außer man fährt hier in so einen Scheiß rein. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Oh, endlich. Heilige Scheiße. Diese Mission war echt sehr nervig. Hier ist auch noch ein Fragezeichen und ein S. Ich glaube, wir sollten erstmal zum S fahren, weil ich glaube, da geht's. Kannst du übrigens... Okay, Fremde und Freaks, ja. Und San Andreas, ja, okay. Machen wir erstmal hier die nächste Mission. Oder weißt du was, ich gehe erstmal zum Waffenladen. Wie geht habe ich überhaupt? Wo steht es hier eigentlich dran? Ne? Hier nicht. Ich glaube, hier steht es dran, ne? Ist nicht unbedingt viel, ne? Nee, dann machen wir erstmal die Mission. Das lohnt sich dann, glaube ich, nicht, eine Waffe zu kaufen. Man bekommt ja auch Geld durch Missionen, also. Also, glaube ich mal. Jetzt hat Lama einfach das scheiß Motorrad behalten, oder was? Willst du mich verarschen?
talking about, something like that. Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kennan, where we at? Financing? Begib dich zum Haus. James DeSanta. Naja, Leute, wo GTA kennen oder zumindest schon wenig, die werden schon wissen, wer auch da drin wohnt, aber ich werde es nicht spoilern. Ich werde wirklich nicht spoilern, obwohl man es eigentlich schon weiß. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Oh, hat's rausgefunden. Oh, die reden im Radio gerade über das Massaker, was wir gestartet haben. So wie die ganzen Leute erschossen. Das ist auch ziemlich cool. Hier sind wir wohl im Haus angekommen. Schalte den Gärtner aus. Hat er Geld? Hat er kein Geld. Und wir müssen durch das Haus gehen, wie er es schon gesagt hat. Ich dachte gerade, die geht auf. Und ich denke mir schon, dass die Vordertür nicht der richtige Weg ist. Deswegen denke ich mal, müssen wir einen anderen Weg finden. Und ich glaube, ich weiß noch sogar noch welchen Weg. Einfach hier aus. Ja, genau. Was ist da drin los? Oh, ich komme da nicht hoch. Danke jetzt. More medical problems than the ones he's already been diagnosed with.
Es sind noch mehrere. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Now you're a great student. Now just loosen up those hips. Das war einfach. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. War das nicht der eine Wagen, wo der kleine Junge? Oh. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Now look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit. Take me where you were going. You're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. Wir sollen ihn dorthin bringen, wo wir herkamen. Also wahrscheinlich zu genau den gleichen Ort. Und das hier ist Michael. Den, wo wir aus dem Anfang gesehen haben. A car dealer, dog, by the name of Simeon. Und das war anscheinend. So this businessman, he look legit to you? Look, man, this is just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian. Watch it! Me and Mr. Yatarian. We'll work this out. Ja, anscheinend nach dem, weil der Prolog spielt ja auch 9 Jahre vor dem Hauptspiel. Und seitdem hat er anscheinend eine Familie gegründet, obwohl. Ne, es müsste eigentlich schon davor. Ne, es muss schon davor gewesen sein. Weil der Sohn ist ja offensichtlich. Und die Tochter sind ja offensichtlich älter als 9. Also, ja, da muss es wahrscheinlich schon davor gewesen sein, aber. Er hat sich anscheinend jetzt ein hübsches Haus gekauft, wahrscheinlich mit dem Geld. Stop the car. Pull up. That's the place? Yeah, this is the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. Oh. Fast. I'll put 2 rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Yeah, I still got this gun to your head. Shitty situations, dog! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel. It's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! See now? Was war denn das? How dumb are you? Oh mein Gott. Simeon Yatarian doesn't back down from anybody. I'm within the lines of the law. Are you brain? You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist. I'm Tyson. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth $5,000 a month. He agreed to financing, I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I thought, oh, yeah. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Und wir haben jetzt anscheinend einen neuen spielbaren Charakter. Es gibt da 3 und das hier ist der 2. Michael DeSanta.
Er hat auch schon eine Knarre. Wie viel Geld hat er denn? 7000. Ich glaube, damit können wir tatsächlich mal in den Waffenladen gehen. Wir haben jetzt quasi zwei. Wir können jetzt quasi zwei verschiedene Missionen immer abschließen. Und zwar steht da jetzt auf der Karte ein M. Das steht da offensichtlich für Michael. Ammunition, sagt mir sogar gerade E-Mail. Ja, und das ist gerade der Waffenladen, wo wir sogar hingehen wollten. Dann machen wir das doch. Don't act like a tough guy. Bullshit! Michael, du hast diesen Platz gekauft, benutzt ihn nie. Und benutzt ihn nie. Ich habe Schlägerhaltung und Ballkontrolle echt verbessert. Trainer nimmt mich sehr hart ran. XX. Okay, na dann. Amanda ist wahrscheinlich die Frau. Sie ist nicht nur wahrscheinlich die Frau, sie ist die Frau. Die, wo wir mit dem Coach vorher gesehen haben. Huch. Ach, sieht schon cool aus mit dem Sonnenaufgang. Oder mit der Sonne. Oh mein! Hier ist ein Mann, den ich trust mit einem Firearm. Und zwar erstmal will ich eigentlich gerne ein Sturmgewehr, genau. So. Michael scheint auf jeden Fall der reichere von beiden zu sein. Was machen wir jetzt noch für den Rest? Ich will jetzt eigentlich nicht nochmal eine Mission starten, weil wir sind eigentlich schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich muss mich auch mal überlegen, was können wir jetzt noch machen? Also hier haben wir auf jeden Fall eine Mission. Aber hier ist noch, aber das hier, aber okay, gut, es werden noch die Mission von den anderen angezeigt. Also das hier ist ja für Franklin, da können wir mit Michael jetzt nicht hin. Ja, man kann auch theoretisch in den Friseursalon, aber die Map ist ja auch verdammt groß. Das ist ja, krass. Es geht ja bis hier oben noch weiter. Ich glaube, hier oben hört es ja auf. Dann müssen wir uns erstmal hier alles freischalten, glaube ich, indem wir da eben langkommen. Und dann das hier ist, ja gut, da brauchen wir vielleicht nicht hin. Ja, eine gute Frage. Was können wir jetzt noch machen? Wir können gucken, was der Franklin gerade sagt. How the fuck we get fired? Man, it was partly all that bullshit you pulled, and partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. You the crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend them while you got them. Yeah, if you say so. Wie viel Kohle hat er denn jetzt? 600, okay. Also 300 von Michael noch bekommen. Aber hier wird das M auf einmal auch grün angezeigt. Heißt das, dass man die mit ihm auch machen kann? Ich denke eigentlich nicht. Es gibt schon Missionen, wo man die zu zweit machen kann, aber. Also dass die zwei quasi zusammen. Hat er schon gesehen, was dieser Weltraumaffen-Staatskonzern der ganze Stadt veranstaltet hat? Abgefahrenes Zeug, Mann, echt heftiges Zeug. Ich hab's noch nicht gesehen. Peasant.
So macht man auch Geld. Aber natürlich kommen dann auch Polizisten. Das ist natürlich echt. Ey komm, ich hab doch nur mit denen geprügelt. Warum kommen da direkt Polizisten? Was soll denn die Scheiße? Hier, danke, darf ich das Auto haben? Dankeschön, sehr nett von dir. Was hast du denn für ein Mist? Komm hier, Roadkill. Nein, das kommt in die scheiß Pullen. Komm, weg hier, fahr doch weg. Vollkommen legal. Gehen wir mal nach Hause zu ihm. Wird er, ja, genau, hier wird es, hier ist es doch. Ja, genau, dann können wir dort nämlich speichern. Ich vertraue diesem ganzen Schnellspeichern irgendwie nicht. Obwohl, das sollte eigentlich funktionieren, was so habe ich eigentlich damals auch immer gespeichert. Ich bin nämlich nie schlafen gegangen, glaube ich. Aber naja, dass es so jetzt Nacht wird, kann man das eigentlich gleich machen. Warum schreit er denn so? Aber das ist nicht mein Zimmer. Okay, gut Leute, wie ich sagen, machen wir hier im nächsten Part weiter bei Grand Theft Auto 5 und ciao.